Die Polizei Brandenburg kontrolliert mit einer Drohne das Fahrverhalten von Lkw auf der A12. Sieht man jetzt, wenn der vorne ist, unterschreitet der den Abstand, und bei dem ist es genauso. Ein Team misst den Abstand, ein anderes konfrontiert den Fahrer. Distanz, mindestens 50 Meter. Viele von diesen Unfällen, die enden tödlich. Die A12 in Brandenburg. Hier gab es 2018 mehr als 150 Unfälle aufgrund von mangelndem Abstand. Ein Team von Verkehrspolizisten ahndet Abstandsverstöße mithilfe einer Luftbildkamera. Das ist eine Industriedrohne, die wurde ursprünglich mal konzipiert, um so etwas wie Windkraftanlagen zu inspizieren. Wir machen hier die Messung auf 70 Meter Höhe. 70 Meter Höhe und von uns hier vom Punkt ungefähr 100 Meter Abstand. Thomas Wolter ist der Einsatzleiter der Verkehrspolizei. Ja, Lotsenfahrzeug, in eure Richtung kommen jetzt drei LKWs. Der zweite und der dritte in der Schlange sind zu dicht dran gewesen. Also der zweite überholt gerade und der dritte, der hat ebenfalls zu dem zweiten den Abstand unterschritten. Jetzt auf eurer Höhe gleich. Wie gesagt, einer links auf der linken Fahrbahn überholt gerade, jetzt schert er wieder ein. Und der dritte ebenfalls. Also den zweiten und den dritten könnt ihr anhalten. Wenn das nächste Lotsenfahrzeug runterfährt, bitte hinterherfahren, den zweiten gleich mitnehmen. Eine mobile Streife bringt die Lkw zur Kontrollstelle. Dort konfrontieren Detlef Schröder und ein Kollege die Fahrer. Hallo, Polizeikontrolle, mein Name ist Schröder. Und ich spreche kein Russisch oder Ähnliches. Aber wir werden das beide mal versuchen. Sie haben keine Schuhe an. Das ist ein Problem. Gut, Kontrolle komplett. Ja. Wir wechseln beide mal die Plätze. Sie darüber, ich hier. Okay. Gut. Detlef Schröder liest die Fahrerdaten aus, um die Lenkzeiten zu prüfen. Das ist korrekt, das brauchen wir. Die Aufnahmen der Drohne erreichen die Kontrollstelle wenige Sekunden nach dem Funkspruch. Die Drohne hat den LKW über mehrere Kilometer beobachtet. Ja, es ist deutlich die Nulllinie zu sehen, hier ist die 30-Meter-Marke zu sehen. Schätzungsweise, weil wir recht sprechen ja hier von einem Mindestabstand von 50 Meter, haben wir einen Abstand von 25 Meter. Das ist natürlich wesentlich zu dicht dran. Hier in dem Fall hat der Kollege jetzt später auch beobachtet, der ist einfach nur dichter rangefahren, um nachher einen Überholvorgang zu starten, den er wieder dann abgebrochen hat und sich zurückfallen ließ. Aber hier ist natürlich klar. Bei 80 km/h legen wir 22 Meter in der Sekunde zurück. Und wenn ich hier 25 Meter habe, dann reicht dieser Augenblick, irgendwo wegzuschauen, um unter Umständen dort reinzufahren. Könntest du mich mal kurz unterstützen? Bislang weiß der Fahrer nicht, dass die Polizei ihn gefilmt hat. Detlef Schröder klärt den Fahrer auf. Großes Problem, ja? Ja, pass auf. Also, Minimum Kettdesertmeter. Okay. Ja? Okay, Minimum. Ah, ein LKW hier. Ja, ja. 50. Und hier sind 30. Ja? Oh, ja, okay. Danke. Also, 20 Meter. Das ist zu wenig. Auf dem Bild, das wir von der Drohne bzw. von dem Mitarbeiter geschickt bekommen, der dort tätig ist, eine Fahrbahnmarkierung existiert, die uns wirklich verdeutlicht, wie weit wäre Pi mal Daumen entfernt von dem LKW. Und das kann man natürlich weitaus besser verinnerlichen, als wenn man das immer nur erzählt. Wenn du eine Sekunde fährst, eine Sekunde, sind das rund 22, 23 Meter. Ja, eine Sekunde. Was muss man so? One second. Ja. Dann siehst du vorne nicht mehr und dann fährst du rein und dann gibt es Ärger. Und deswegen immer das schönen Abstand halten. Wagen, das ist so. Naja, Minimum 50 Meter. Okay, okay. Ja? Immer dran denken. Okay. Kaution 108,50 €. Ja. 108,50 €. Das ist der Moment. Cash oder Karte? Ich weiß nicht, Karte. Karte ist okay. Dann mache ich das fertig und dann können Sie bezahlen. Ja. So, wir kommen zur Zahlung. Karte rein. Momentum.
Der Mann aus Lettland ist heute bereits der 11. Lkw-Fahrer, der Strafe zahlen muss. Das muss ja auch in irgendeiner Form fühlbar werden. Und am ehesten ist es ja beim Portemonnaie dann. Und wenn der Fahrer selber bezahlen muss, ist das spürbar. Zumal er auch in Deutschland einen Punkt bekommt. Ja. Und wenn er Dauergast ist, also ständig durchrasen tut, dann irgendwann und dieses Fehlverhalten immer wieder an den Tag liegt, dann wird er auch das nächste Mal wieder anfallen. Und irgendwann ist dann Schluss mit dem Fahren in Deutschland. So, bitteschön. Und hier, auch nochmal. Volksmusik. Oder Folklore. So. Das. Der Beleg hier noch, unbelegt. Quittung? Okay. Gut. So, alles komplett. Gucken, ob alles gut ist. Ich und fahre, ja? Balkon jetzt. Da können Sie weiterfahren. Danke. Auf Wiedersehen. Und immer Distanzhaltung. Ja? Okay. Ciao. Okay. Vielen Dank. Tschüss. Gern geschehen. Diskussionen bleiben den Polizisten bei den Drohnenmessungen meistens erspart. Die eindeutigen Beweisbilder sind nicht zu widerlegen. Zurück an der Messstelle beobachtet der technische Trupp mit der Drohne den nächsten Verstoß. Ja, Lotsenfahrzeug für Messstelle. Jetzt kommt wieder einer in eure Richtung. Jetzt beginnen Verzögerungsstreifen. Das Fahrzeug davor hat so einen schönen See an der Seite rufflackiert und der zweite, so ein bisschen weiß, hellgrauer Auflieger, jetzt gleich auf eurer Höhe. Ja, der hat auch immer noch zu geringen Abstand. Jetzt das Fahrzeug auf eurer Höhe, also der jetzt. Genau, das Fahrzeug unmittelbar vor euch ist er. Die Polizeistreife lotst den LKW auf die 3 Kilometer entfernte Kontrollstelle. Hier kontrolliert Werner Weinhage den LKW-Fahrer aus Russland. Dann doppelt fahren. Stopp, zähl nicht. Oh, ist das eine Muchte. Kontrolle Polizia, bravo, ja, steht da, Dokument Sammer, Dokument Trailer, Lizenz, ja, CMR. Moni, was ist denn mit denen? Abstand. Ja. Millimeter? 15. Ich weiß es nicht. Naja, wir werden es entsprechend, der Blinde. Oh Gott, hier musst du aufpassen, das ist ja alles kaputt. Jesches, Maria und Josef. Nur der Eintritt, alles kaputt, alles gerissen. Mal hier vorne. Werner Weinhage liest die Daten von der Fahrerkarte aus, um Lenk- und Ruhezeiten sowie Geschwindigkeitsverstöße zu überprüfen. So, müssen wir mal vorsichtig machen, nicht, dass wir uns noch der Haxen brechen. Ja, also ist mir schon 2-3 Mal passiert. Bei der Kontrolle des LKW fällt Werner Weinhage ein gravierender Mangel auf. Nehmen wir. Das ist ein Problem, Kollege. Nehmen wir nichts am Ulzer. Da sieht es mal schlecht aus.